Und herzlich willkommen zur neunten Rauhnacht. Wir befinden uns heute in der neunten Rauhnacht. Das ist der Portaltag zum Monat September. Die ätherischen Öle von heute, Rosmarin, Myrrhe und Awaken. Ich habe heute Morgen, wo ich das nochmal vorbereitet habe, nochmal durchgegangen bin, habe ich gedacht, oh je, eigentlich habe ich zwei Öle wären noch wichtig. Und zwar das Abundance und das Egyptian Gold ist eigentlich total wichtig noch für heute. Das war jetzt nicht auf der Liste. Aber ja, ich möchte auch dieses Jahr wirklich mit allen, die Lust haben, das ganze Jahr nochmal auch begleiten. Und dann werden wir dann für den Monat September auf jeden Fall diese beiden Öle noch mit dazu nehmen. Weil die sind eigentlich sehr wichtig für heute. Ja, ich habe auch das Feedback bekommen, auch alle, es sind immer so viele Öle und es ist immer alles so viel und mach doch mal, besinn dich doch mal auf die Essenz. Und es ist so schwierig mit den Ölen, sich auf die Essenz zu besinnen, weil alle so gut sind. Ja, aber das sind auch immer einfach Auswahlmöglichkeiten. Ja, du nimmst einfach das Öl, was du da hast und wenn du eins noch nicht da hast, dann ist das vielleicht eine Inspiration fürs neue Jahr. Ja, heute geht es um Selbstliebe, um Selbstannahme, Gold und Segen, ja, in deinem Leben, das goldene Licht, das Schöpfungslicht, das Lebenslicht, ja, das Licht des Lebens, welches im Zentrum von allem steht, ja, was wir auch als ein Gefühl der tiefen Herzensfreude oder der tiefen, bedingungslosen Liebe wahrnehmen können. September, das ist der Monat der Fülle. Alle, die einen Garten haben, wissen das. Jetzt werden die letzten Dinge noch geerntet. Und der Herbst zieht oft mit einem goldenen Licht ins Land. Ja, wir haben ganz oft ja diesen goldenen Herbst. Die Tage werden jetzt schon wirklich merklich kürzer. Und jetzt beginnt es auch wirklich, dass man wieder sich, dass man das fühlt. Oh, jetzt geht es wieder auf die Winterszeit zu. Ja, Zeit der Ernte, Zeit der Fülle, Zeit des goldenen Lichts. Und deswegen auch diese Ölemischung Abundance, die ich leider jetzt nicht auf der Liste hatte, aber wir für nächstes Jahr auf jeden Fall auf die Liste setzen, weil es geht um diese Fülle und es geht um den Reichtum. Dein innerer Reichtum ist deine Weisheit, deine Freude, dein strahlendes Licht, deine Hoffnung, ja, deine Inspiration, deine guten Ideen. Und aus diesem inneren Reichtum darf dann auch der äußere Reichtum folgen. Und die Fragen für heute sind, die kommen wir gleich, wenn du die Myrrhe da hast. Die Myrrhe kennst du ja schon. Das ist ein ganz wichtiges Öl der Rauhnächte der Weihnachtszeit. Die Myrrhe übrigens, die kann manchmal, so wie es bei mir jetzt passiert ist, sehr verharzen. Ja, manchmal kriegt man den Deckel gar nicht mehr ab. Oh. Und was man dann machen kann, wenn man den Deckel nicht mehr aufkriegt, du haltest es unter warmes Wasser, dann wird das Öl wieder weich und dann kann man den Deckel abmachen. Und damit es nicht wieder passiert, kannst du ein bisschen V6 in den Deckel geben. Ja, sodass es schmiert. Weil ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich die Myrrhe dann nicht mehr aufgekriegt habe. Nimm dir einfach mal einen Tropfen Myrrhe oder zwei. Ja, die Myrrhe, das ist eine sehr stark antioxidative Kraft. Ja, das hilft uns beim Gesundbleiben, beim Gesundwerden, aber auch beim Jungbleiben, weil die Oxidantien, ja, das sind freie Radikale, also freie Radikale, das ist das, was Alterung, was viele Krankheiten zumindest fördert und wenn nicht sogar bewirkt. Und freie Radikale haben wir durch Stress, durch Schadstoffe in unserem Umfeld ganz viel zu viele in der heutigen Zeit. Und das sind Öle mit einem hohen Antioxidantienwert sehr sehr wertvoll. Die Nelke übrigens hat den allerhöchsten Antioxidantienwert, aber auch die Myrrhe ist nicht weit hinten. Die Myrrhe unterstützt eine gesunde Haut und gerade in arabischen Ländern, wo ja die Myrrhe auch herkommt, finden wir sehr viele
Also finden wir die Möhre überall da, wo es um Hautgesundheit geht. Ja? Und das geht natürlich, geht es da um einen schönen Teint und eine faltenfreie Haut oder um einfach, nicht unbedingt faltenfrei vielleicht, aber auch einfach eine weiche, harmonische Falten. Ja, weil es ist ja auch was Schönes, Falten zu haben. Das sind die Zeichnungen des Lebens. Aber auch wenn wir wirklich Hautprobleme haben, wenn wir uns geschnitten haben, ja, wenn da irgendwas ist mit der Haut, dann ist die Möhre ganz toll. Und die Möhre wird übrigens auch sehr oft in Mundhygiene verwendet. Ja, kannst du einfach die einfachste Anwendung ist ein Tropfen auf die Zunge und im Mundbereich. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich machen. Es ist ein sehr bitterer Geschmack. Interessanterweise auch der Name Myrrhe kommt von diesem Wort für bitterer Geschmack. Ist auch ein bisschen bitter, aber auch gleichzeitig sehr balsamisch. Die Myrrhe ist reinigend, stärkend, belebend, aufmunternd und macht uns weich. Ja? Gerade für Menschen, die so einen Kontrollzwang zum Beispiel haben. Ja, oder immer so auch ganz feste Schultern haben, weil sie immer durchpushen und nicht loslassen können. Ja? Bringt die Myrrhe so schöne Weichheit mit ins System. Ja, Myrrhe war auch eines der Geschenke, die das Jesus-Baby bekommen hat von den drei Weisen. Ja, also für den Freitag, für den 6. brauchen wir dann auch nochmal die Myrrhe. Myrrhe galt als absolutes Luxusgut neben dem Weihrauch früher. Das konnten sich nur die Wohlhabenden leisten. Ja, sehr interessant ist auch die Myrrhe. Jetzt nochmal für die Haut, für die Schönheitspflege. Gerade im ägyptischen Raum galt der Leitspruch, wenn du, wie sage ich das? Wenn du möchtest, dass die Götter dir gnädig gestimmt sind, aber nicht nur dir gnädig gestimmt sind, sondern auch gerne in deinem Leben sind. Also je schöner und je wohlduftender und je gepflegter, aber auch je glücklicher, ja, so du bist, desto mehr haben die Götter auch Lust, mit dir zu sein. Und da war Schönheit und Schönheitspflege, Hygiene sehr eng verbunden mit diesem tiefen Verbundensein mit dem göttlichen Wesen. Ja, sehr schöne, sehr wundervolle Öle-Mischungen, wo die Myrrhe eine sehr wichtige Rolle spielt, ist das Öl Gratitude, ja, die Dankbarkeit, Humility, die Demut und Hope, die Hoffnung. Ja, auch drei wundervolle Öle-Mischungen. Ja, Myrrhe allgemein ist neben Weihrauch eines der spirituellen Öle, die schon seit über 5000 Jahren, wahrscheinlich wesentlich länger, in spirituellen und religiösen Zeremonien verwendet wird, ja, weil sie löst Ängste. Sie löst, wenn wir schwierige Erfahrungen hatten, die noch im System stecken, die wir nicht loslassen können, ja, die uns verfolgen und immer wieder retraumatisieren, einfach weil sie noch so da sind. Da kann die Myrrhe helfen, das loszulassen. Gerade wenn es um Ängste oder um traumatische Erfahrungen geht, die etwas mit mir in Verbindung zur Welt zu tun haben. Ja, von mir in Verbindung zur Gesellschaft oder zum äußeren Leben. Die Myrrhe fordert uns auf, uns selbst gegenüber weich zu sein, ja, vergebend, akzeptieren, zu vertrauen, ja, nicht zu urteilen, sondern einfach urteilsfrei zu bleiben. Wenn wir uns selbst lieben und vertrauen können, dann ziehen wir auch weniger schmerzhafte Situationen in unser Leben, ja, und lernen, unser Physisches mit unserem spirituellen Wesen zu verbinden. Ja, auch Entspannung. Myrrhe ist ein wunderschönes Öl, gerade auch für die Abendroutine, um in einen guten, tiefen Schlaf zu fallen. Man kann sich Myrrhe ganz schön aufs Herz auftragen, um alte Muster loszulassen. Und Beziehungen zu umarmen, ja, vor allem also in allererster Linie auch die Beziehung zu sich selbst. Solar Plexus und das Herzchakra, ja, das sind diese Chakren, wo die Myrrhe sehr gut angewendet werden kann. Ja, heute geht es um die Fragen, wenn du mal dein Leben anschaust.
und dein Verhalten in der Welt oder in deinem Leben, sind die Kräfte von Geben und Nehmen ausgeglichen? Ja, wie schaut es da aus? Kannst du auch nehmen? Kannst du auch empfangen? Kannst du einfach auch große Geschenke annehmen? Ja, ich zweifle nicht daran, dass wir alle hier in diesem Raum sehr gute Geber sind. Aber auch hier wieder, das ist die Kunst, ist ja aus einem vollen Herzen, ja, aus einem vollen Gefäß zu geben, sodass wir selber dadurch nicht in einen Mangel geraten, indem wir geben, aus Fülle geben. Auch hier wieder dieses Fülle-Prinzip. Und wir dürfen aber auch annehmen. Ja, wir dürfen geben, wir dürfen annehmen, es darf fließen in beide Richtungen, aber nicht aus einem Mangel heraus. Ja, aus einem ich brauche heraus, sondern aus einem ich habe so viel, ich möchte geben, ich habe so viel und weil ich kann, nehme ich auch noch. Würdigst du das, was du tust und was du bist? Wie feierst du Erfolge? Übrigens eine ganz tolle Ölemischung, um Erfolge zu feiern, ist das Celebration Öl. Das gibt es auch immer wieder. Es ist ein ganz wundervolles Öl, was uns helfen kann, uns so richtig zu feiern, ja, so von Herzen uns selbst unsere eigenen Erfolge auch zu erfeiern. Wie feierst du das vollkommene göttliche Wesen, das du bist? Und ja, es geht darum, was bedeutet Reichtum, was bedeutet Fülle für dich? Darf da das Finanzielle mit Teil davon sein? Oder ist da noch eine Blockade? Ja, auch bei solchen Blockaden kann die Myrrhe ganz wundervoll helfen, zu lösen. Und vielleicht hilft dir diese Frage, was hat die Welt davon, wenn ich arm bin? Ja, was haben die Menschen in meinem Leben davon, wenn ich arm bin? Was habe ich selbst davon, wenn ich arm bin? Und die Gegenfrage, was hat die Welt davon, wenn du reich bist? Und was hat die Welt davon? Was haben die Menschen um dich herum davon, wenn du reich bist? Was hast du selber davon, wenn du reich bist? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich möchte dich einladen, dass du dir heute einfach nochmal Zeit nimmst. Vielleicht kannst du rausgehen in die Sonne. Und dann nochmal in der Tiefe auch reflektierst, was habe ich davon, wenn ich arm bin und was habe ich davon, wenn ich reich bin? Und das Gleiche eben, was hat die Welt davon? Ja, was haben die Menschen um mich herum davon? Und das ist eine ganz, ganz kraftvolle Frage. Auf welchen Ebenen möchtest du jetzt im September, ja, möchtest du heute auch schon die Samen legen fürs neue Jahr? Auf welchen Ebenen möchte ich Reichtum erleben und kreieren und schaffen? Ja, du kannst nur dann aus dem Vollen geben, wenn du reich bist, ja, wenn du nicht arm bist. Wenn du selbst nicht hast, kannst du auch nichts geben. Ich habe gerade gestern, ich habe ein Pärchen so ein bisschen begleitet in den letzten Wochen. Die hatten massive Beziehungsschwierigkeiten und das hat jetzt auch in der Trennung geendet, weil die beiden völlig arm sind. Ja, nicht unbedingt finanziell, aber die haben einfach nichts zu geben und wollten dann, dass jeweils andere diesen Reichtum, dieses, ne, das Fehlen von Freude und Liebe und Energie und so weiter, dass der das stopft und füllt. Aber wenn da zwei Leute sind, die sich gegenseitig stopfen und füllen sollen, aber keiner von beiden hat was zu geben, das ist schwierig, ja, das funktioniert nicht. Mach also den heutigen Tag und mach den Monat September für dich als Monat der Fülle. Eine Fülle an Geld, eine Fülle an Freude, eine Fülle an Freunde. Eine Fülle an Inspiration, an Ideen, eine Fülle an Reichtum, an Gesundheit, an Liebe und Kraft und Stärke. Eine Fülle und ein Reichtum an Selbstliebe. Ja, umgib dich mit dem Prinzip, mit dem Duft, mit der Einstellung von Fülle.
der beste Weg, um zumindest auf der äußeren Ebene Fülle zu geben oder Fülle zu schaffen, auch finanzielle Fülle zu kreieren und schaffen, ist es, wenn du den Menschen wahren Wert gibst. Und wir alle haben, alle, die sich hier in diesem Raum befinden, haben so viel zu geben. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht. Wir haben so viel schon gelernt. Ja, warum haltest du das zurück? Möchtest du wirklich auch jetzt in 2023 deine Angst vor der Technik oder vor irgendeinem neuen Schritt, den es vielleicht bräuchte, dich davon abhalten lassen, das, was du in dir trägst, zu teilen mit der Welt? Lohnt sich das da, diesen Ängsten noch ein weiteres Jahr Raum zu geben? Alle, die hier im Zoom-Raum sind, wir haben gerade darüber gesprochen, da gehört auch der Perfektionismus dazu. Möchtest du deinen eigenen Perfektionismus da weiterhin im Weg haben oder sagst du dem jetzt einfach mal, weißt du was, 2023, das ist dein Urlaubsjahr. Ich finanziere dir einen Urlaub auf Hawaii und ich mache währenddessen laute Dinge, nicht perfekt, aber aus Freude und aus Liebe heraus. Und ja, nächstes Jahr in den Raunächten können wir uns gerne nochmal treffen, die ganzen Sachen anschauen, wie kann man es optimieren, wie kann man es besser machen. Aber wenn der Perfektionismus einem einfach immer im Nacken sitzt, ja, das blockiert sehr. Was ist es, was du den Menschen anbieten möchtest, ja, was du teilen möchtest? Welchen Wert hast du zu geben? Und die wichtigste Grundlage dazu ist, um wahre Fülle zu schaffen auf allen Ebenen, ist die Selbstliebe. Ja. Wenn du da noch ein Öletipp brauchst, das Acceptance-Öl ist ein ganz wundervolles Öl für die Selbstliebe. Natürlich neben Rose, Jasmin, ne, so den Klassikern der Liebe. Aber dieses Acceptance-Öl hilft uns so toll, uns einfach anzunehmen. Ja, da gibt es auch diese ganz spannende Spiegelübung. Das hat die Louise Hay ja damals bekannt gemacht. Dass du dich vor einen Spiegel stellst, idealerweise nackt. Und wenn das gerade noch nicht geht, dann halt noch nicht nackt. Und du kannst dir wirklich Acceptance mit dazu nehmen und du schaust dich an und du machst dir einfach selber, du schaust dir in die Augen. Ja, du schaust dich an und sagst, wow, so tolle Beine, ja, die tragen mich schon seit 50 Jahren durchs Leben. Ja, so einen tollen Mund, ich liebe dich, Mund. Du kannst Worte der Liebe, der Hoffnung, der Inspiration sprechen. Ja, und dann findest du lauter Dinge, für die du dich lieben kannst. Das innere Gold, dein inneres Licht, ja, das findest du überall. Du hast Licht in all deinen Zellen. Das Licht strahlt aus deinen Augen. Du hast Licht in deinem Herzen. Du hast das Licht des Bewusstseins in dir. Ja, nicht ganz umsonst sagen wir, dass die Augen sind das Tor zur Seele. Hier strahlt das Licht deiner Seele in die Welt hinaus. Wie klar ist also dein Auge? Können deine Augen auch das Licht sehen und wahrnehmen, in dir selbst und in anderen? Ja, auch dieses Wort Ausstrahlung kommt nicht ganz von ungefähr. Also, was möchtest du der Welt geben? Was möchtest du ausstrahlen? Was darf durch dich jetzt in 2023 in die Welt kommen? Wenn du da Schwierigkeiten hast, das zu erkennen, kannst du dir dann Awaken-Öl nehmen. Das Awaken-Öl, es gibt wirklich Menschen, die sagen, man braucht eigentlich nur das Awaken-Öl, weil das hilft uns zu erwachen, die Augen aufzumachen, zu sehen. Nimm dir mal gerne mal einen Tropfen Awaken, wenn du ihn da hast. Über Awaken könnten wir jetzt den ganzen Tag lang sprechen. Es ist so ein wichtiges Öl. Aber ich sage nur so viel dazu. Es hilft dir zu sehen, zu erwachen, wahrzunehmen. Dein eigenes Wunderbarsein, deine eigene Göttlichkeit, deine Kraft. Das, was du zu geben hast, zu schenken hast, auch zu erkennen. Inhalier mal tief dieses Awaken. Währenddem du diese Frage in dir trägst,
Was habe ich der Welt zu geben? Was möchte ich der Welt geben? Und Awakening ist auch insofern so bedeutungsvoll, weil, kennst du das, wenn du ein Schmerz hast, ein Problem hast, oft löst es sich nur, indem es gesehen wird, von dir selbst oder auch vielleicht von jemand anderen. Ja, ganz oft wollen wir einfach nur über etwas reden, damit es gesehen wird, gehört wird, wahrgenommen wird und dadurch heilt es schon. Ja, das Awakening hilft dir zu sehen und wahrzunehmen, sodass Heilung passieren kann und du mit ja, über dich selbst hinauswachsen kannst. Wir kennen ja aus der Quantenphysik diese spannende Frage, Materie, ja, oder eine Sache, die nie gesehen wird, existiert die? Gibt es die überhaupt? Oder muss etwas gesehen werden, damit es überhaupt existiert? Das ist eine ganz große Frage, die kann niemand beantworten, weil man weiß ja nicht, wie es um Dinge steht, die man nicht sieht, wahrnimmt. Ja, und auch dieses Prinzip, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was möchtest du in diesem neuen Jahr sehen? Wo möchtest du deine Aufmerksamkeit hinlenken? Was darf wachsen? Ja? Die Dinge, die wir beachten, denen wir Beachtung schenken, die wir sehen, die wir wahrnehmen, die wachsen, die werden stärker. Ja, deswegen überleg dir ganz gut, wie ist meine Ausrichtung? Wo ist mein Fokus? Wo schaue ich hin? Weil da wirst du, darauf gehst du zu. Was möchte gesehen werden? Was möchte von dir sichtbar gemacht werden? Was möchte durch dich in die Welt kommen? Und auch wie siehst du die Dinge, wenn du dich selber im Spiegel anschaust, ja, wo ist dein Fokus? Wo ist dein Fokus, wenn du die Dinge siehst? Und ist dieser Fokus, ist der ausgerichtet mit der Liebe, ja, mit der Fülle, mit dem Reichtum? Und unser drittes Öl von heute, der Rosmarin. Der Rosmarin ist einfach so frisch. Er belebt uns, ja? Er hebt den Geist, er schafft geistige Klarheit. Er macht munter, gibt Energie. Ja? Das sind alles Dinge, die wir brauchen, wenn wir aktiv sind, wenn wir unsere Mission und das, was wir zu geben haben und das, was wir zu schenken haben, in die Welt bringen möchten. Ja? Das braucht Energie. Und da ist Rosmarin ein wundervolles ätherisches Öl. Clarity, Melrose, Purification, ja, auch Thieves, das sind so ätherische Ölemischungen, die sehr, sehr viel Rosmarin auch drin haben. Und tatsächlich habe ich mich in das Rosmarinöl verliebt, aufgrund des Namens. Für mich war lange Zeit Rosmarin, es war halt so ein Krautöl halt, ja, kann man auch mal was würzen in der Küche, aber naja. Und dann habe ich erfahren, was Rosmarin, wo der Name herkommt. Rosmarinus bedeutet, also kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Rose oder Tau des Meeres. Und es gibt auch eine Geschichte mit der Mutter Maria, dass sie wo sie auf der Flucht waren, ja, die heilige Familie. Und die Soldaten waren ja ganz, ganz dicht auf der Spur. Und dann kam sie zu einem Rosmarinbusch. Ja, und da hat sie sich verheddert, ihr Gewand hat sich verheddert. Und sie hat sich dann in diesem Rosmarinbusch verborgen, versteckt. Ja. Die Soldaten haben sie nicht gefunden, sind weitergezogen. Also der Rosmarin hat der Maria, das steckt ja auch in diesem Namen drin, die Maria
Schutz gegeben, der sie beschützt und behütet. Rosmarin ist eines der ältesten Kräuter oder Heilkräuter aus unserem deutschsprachigen Raum. Ja, bereits die Hildegard von Bingen hat Rosmarin als ein sehr wichtiges Kraut beschrieben und auch viele Anwendungen mit Rosmarin dokumentiert. Ja, geh in die Wahrheit, indem du dir selbst und deinem Schicksal oder deiner Bestimmung treu bleibst. Lebe, bring dein Geschenk in die Welt auf deine Art und Weise, authentisch. Ja, so, wie es durch dich kommen möchte. Singe dein Lied, ja, die Melodie, die du in deinem Herzen trägst. Sing sie mit deiner Stimme, mit deiner Interpretation auf deine Art. Rosmarin ist auch ein sehr spannender Duft. Er inspiriert Loyalität. Ja, schon die Griechen und die Römer verwendeten es, um diese geheimnisvolle Sache, Loyalität, zu verstehen, ja, und sie auch zu leben und zu fühlen. Ja, da, Rosmarin fragt dich auch, zu was bist du loyal? Ja, bist du loyal dir selbst gegenüber? Deinem Vermächtnis, das, was durch dich in die Welt kommen möchte. Wenn wir mehr Liebe und Loyalität für andere als für uns selbst empfinden, stagniert unsere Energie und wird trübe. Ja, das kann zu schlechter Durchblutung führen, das kann zu mangelnder Konzentration führen und so weiter. Deswegen wird Rosmarin auch mit unserer Herzensenergie in Verbindung gebracht. Ja, fördert auch die Zirkulation der Energie, der Qi, also der Lebensenergie, des Qi-Flusses im Blut. Ja, also ein ganz wichtiges Öl. Und somit kommen wir auch zum heutigen Kraftaspekt. Und heute haben wir keine Göttin, sondern heute bist du die Göttin. Ja, du bist ein ganz wichtiger Kraftaspekt in deinem Leben, den wir nicht vergessen dürfen. Und jetzt für die abschließende Meditation, nimm dir gerne einen Tropfen Rosmarin. Gib ihn dir auf dein Herz. Und gib ihn dir überall dahin, wo du das Gefühl hast, naja, der Fluss stockt. Ja, meine Selbstliebe in den Handgelenken. Ich habe da gerade das Bedürfnis nach Handgelenken und in den Ohren. Wo möchte der Rosmarin hin? Vielleicht auch auf deinen Magengegend, Bauchgegend. Vielleicht auch auf deine Fußsohlen. Dann falte deine Hände einfach mal über der Nase, atme diesen erfrischenden, wundervollen Duft von Rosmarin ein. Und ja, wenn es sich stimmig anfühlt für dich, schließe auch gern deine Augen. Und wir verbinden uns jetzt mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seele. Stell dir vor, du gehst ganz tief in dich, in das Heiligtum deiner Seele. Und du spürst dort oder du nimmst wahr deine Seelenkräfte. Ja, die Kräfte, die Geschenke, die deine Seele in diese Welt bringt, ja, mit denen du beschenkt bist. Ganz oft verlieren wir den Blick für diese eigenen inneren Gaben, die wir haben, weil die für uns natürlich so normal sind. Ja? Wir leben ja schon ein Leben lang damit und es scheint, kann leicht passieren, dass sie einem so normal scheinen und als nichts Besonderes. Aber es ist was Besonderes. Jeder einzelne davon ist was ganz Besonderes. Und jetzt nimm einfach mal wahr, was sind da für Seelenkräfte in dir? Kannst du sie sehen? Kannst du sie erkennen? Kannst du sie fühlen?
Diese Seelenkräfte haben dich bis zum heutigen Tag geführt. Ja, sie sind machtvoll, sehr kraftvoll. Was sind diese Gaben, die du mitbekommen hast? Was macht dich einzigartig und besonders? Jetzt wende deinen Blick auf das vor dir liegende Jahr und frage einfach mal in die Runde, welche von diesen Gaben und von diesen Seelenkräften möchten dich jetzt im neuen Jahr begleiten, stärken und leiten? Kannst du die Kraft spüren von diesen Seelenkräften? Sie dich beleben und durchfluten. Und jetzt lade ich dich dazu ein, mit deinen Seelenkräften das kommende Jahr zu segnen. Hol dir deinen Januar vor das innere Auge und segne ihn mit der Kraft deiner Seelenkräfte. Und den Monat Februar. Segne ihn. Den Monat März. Den Monat April. Den Monat Mai. Den Monat Juni. Und den Monat Juli. Und den Monat August. Und segne den Monat September. Den Monat Oktober. Und den Monat November. Und den Monat Dezember. Segne die Ganzheit des kommenden Jahres. Fühle, wie das Licht und die Kraft deiner Seelenkräfte durch dich strömen, das ganze Jahr und das ganze Jahr segnen.
Und du hast die Kraft aller Göttinnen in deinem Rücken. Du hast die Kraft deiner eigenen Seelenkräfte in dir. Du bist unendlich machtvoll, kraftvoll. Du bist ein Geschenk des Lebens. Du bist ein göttliches Geschenk. Und es gibt nichts, was dich wirklich aufhalten könnte, wenn du in deiner Kraft stehst. Bedanke dich bei dir selber, gib dir selber Dank für das Geschenk, was du bist. Für dich selbst, für die anderen, für die Welt. Ja, du bist ein Geschenk. Und dann komme langsam wieder in diesen Raum zurück. Ich sehe hier im Raum lauter Göttinnen, powervolle Göttinnen, kraftvolle Göttinnen. Und wenn du heute nochmal rausgehst, dann, das ist eine ganz, auch eine wunderschöne Sache, die ich dich nochmal einlade zu tun. Stell dich irgendwo in die Sonne, ja, auf einen schönen Platz und erhebe einfach deine Arme in den Himmel und bleib wirklich ein paar Minuten so stehen und spüre, wie die Kraft des Himmels, die Kraft des Universums in dich strömt, dich segnet, ja, und die Kraft der Erde durch, über deine Füße von unten in dich strömt. Du bist eine Schöpferin, du bist eine Göttin, du bist ein schöpferisches Wesen. Ja, und für die Frage ist nur, für was möchtest du diese Kraft nutzen? Was möchte durch dich in die Welt kommen? Bei uns schüttet es. Naja, okay, dann gießt es, Birgit regnet es. Naja, man könnte sich auch in Regen stellen, ne? Aber ist vielleicht auch ein bisschen kalt. Andererseits, wenn man sich nachher ein schönes, heißes Bad mit Awaken oder mit der Myrrhe gönnt, ein paar Minuten in den Regen stehen, nur so eine Idee. Genau, visualisiere die Sonne. Du kannst es auch in deinem Wohnzimmer machen, ja. Es ist nur draußen, ist es nochmal kraftvoller vielleicht, aber kann man auch drin machen, natürlich. Ja, Ich danke euch von Herzen für heute. Es war eine ganz besonders schöne Session heute. Genau, da war noch die Frage nach den Ölen. Humility, genau, Demut. Ja. Okay, Konstanze findet es gut, eine Auswahl an Ölen zu haben. Sehr gut, dann halten wir das bei. Viel Nicken, okay. Ja, ich finde es auch immer schön. Mir wäre eins eben auch zu wenig. Ich mag ja auch die Fülle. Genau, okay. Ja, gibt es noch jemand, der etwas sagen möchte, wer heute beitragen möchte? Ja, Rosmarin macht die Nase frei. Gerade ganz besonders auch, wenn man die Nase voll hat von irgendwas. Ja. Macht auch den Kopf frei. Wie so einen frischen Morgentau oder Meerestau.
Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr alle hier wart. Und ich freue mich auf morgen. Und habt einen wunderschönen Göttinnentag. Ja, heute bist du die Göttin. Danke dir, liebe Ayla. Morgen werde ich nicht dabei sein, morgen werde ich nachhören. Okay. Oh, schade. Ich habe morgen früh die erste Klientin schon um 9:30. Oh. Schaffe ich das leider nicht. Genau. Ja. Ich wünsche euch eine gute Zeit auf jeden Fall morgen. Danke dir, dir auch. Tschüss. 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 Irmgard, welche zwei Öle meinst du? Abundance und Egyptian Gold werden wir auf jeden Fall für den September mit dazu nehmen. Die ist mir heute erst aufgefallen, die sind super wichtig, dass die mit dabei sind. Ja. Für dieses Prinzip der Fülle und des Segnens. Und genau.